Hallo, ich bin Thomas Kosik und ich bin Gästeführer hier in Würzburg. Wir befinden uns vor der Marienkapelle, einem Kirchenbau, der von den Würzburger Bürgern, nicht der Kirche, finanziert und durchgeführt wurde. Da dies allerdings gegen den Willen des Fürstbischofs ging, hat er sie damit bestraft, dass er hier keinen Priester gestellt hat. Und das ist der Grund, warum es bis heute Marienkapelle heißt und nicht Marienkirche. So, und jetzt noch zu einer kleinen lokalen Besonderheit, der sogenannten Würzburger Ohrempfängnis. Hier im Tympanon sieht man, wie oben mittig Gott Vater thront und über ein Rohr mit Maria kommuniziert, die gerade kniend betet, und erteilt ihr mit, dass sie auf wundersame Art und Weise schwanger wird. Wie das passiert, ist auch dargestellt. Und zwar sein fleischgewordenes Wort, das Jesuskind, rutscht gerade in dem Moment auf diesem Rohr hinab zu Maria.